So, Freunde, willkommen zur 48. Folge von SEO Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Und diese Woche gebe ich ein paar SEO-Tipps für Einsteiger. Und in dieser Folge geht es vor allem darum, wie du spannende Themen fürs Seeding findest. Ja, wenn du dir also in den letzten Tagen meine Show angeschaut oder angehört hast, dann hast du dir jetzt vielleicht ein Keyword-Set zusammengelegt, zu dem du ranken willst, weißt auch, welche Seiten du dazu entsprechend weit vorne platziert haben willst und hast den On-Page-Check gemacht, sodass eben es auch keine, sage ich mal, Behinderung bei der Indexierung durch die Suchmaschinen gibt, kein Duplicate-Content, keine fehlerhaften Weiterleitungen, keinen kaputten Quellcode etc. pp. Und jetzt geht es eben darum zu gucken, wie kannst du denn deinen Content eigentlich aufpeppen, damit er eben im Seeding besser funktioniert. Und Seeding bedeutet halt, dass du rausgehst und Leute ansprichst. Das kann über Social Media sein, das kann direkt per Telefon sein oder per E-Mail, das kann auf Konferenzen oder Networking-Veranstaltungen sein. Die Hauptsache ist, dass wenn du gute Inhalte hast, dass du eben Leute darauf aufmerksam machst, weil die werden in der Regel nicht von alleine zu dir kommen. Und damit du mal einen Eindruck bekommst, wie du gute Inhalte schaffen kannst, gibt es eigentlich so zwei Richtungen, zwei Tipps, die ich dir dazu mitgeben möchte. Das eine ist, dass du eben mal schaust, was die Leute da draußen eigentlich für Fragen zu dem Thema haben. Und da ist es relativ einfach für die meisten Themen, gerade im Consumer-Bereich, gehst du einfach zu gutefrage.net, gibst deine Haupt-Keywords da mal ein und sammelst mal die Fragen zusammen, die die Nutzer bei gutefrage.net zu dem Thema gestellt haben. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie kannst du diese Fragen möglichst gut beantworten und damit eben mehr so eine Art informativen und informativen Ratgeber vielleicht zusammenstellen, der dann eben einen echten Mehrwert hat für die Leute, die da draußen eben auf der Suche nach Antworten sind. Denn man muss sagen, die ganzen Foren und auch gute Fragenetz, das ist immer Kraut und Rüben. Also selbst wenn man das findet und der ein oder andere jetzt vielleicht behaupten wird, ja, das gibt's doch da draußen dann alles schon. Die Erfahrung mache ich leider nicht. Jedes Mal, wenn ich irgendwie nach einer konkreten Fragestellung suche, egal in welchem Bereich, und dann irgendwie so ein Forum finde, dann kommt es mir schon hoch, weil da 1000 Leute 1000 verschiedene Meinungen haben und dann irgendwie abschweifen und sich gegenseitig irgendwie trollen und so. Das macht überhaupt gar keinen Spaß zu lesen. Also denke ich, macht es in den allermeisten Fällen wirklich Sinn, das nochmal strukturiert, sinnvoll aufzubereiten und da einfach einen Ratgeber zu schreiben. Und der zweite Ansatz, und man kann das natürlich auch miteinander kombinieren, ist eben so ein bisschen der unterhaltsame Ansatz eher. Also zu gucken, was wird denn da draußen häufig geteilt und was finden die Leute eben irgendwie lustig, witzig. Kann natürlich auch was Hilfreiches sein, aber oft kommt da eher so eben das Unterhaltsame bei raus. Und da gibt es eben auch so Tools wie zum Beispiel BuzzSumo oder Impactana, wo du eben einerseits gucken kannst bei den Wettbewerbern, was wird häufig von denen geteilt, aber da muss man sagen, die meisten machen halt kein wirkliches Content-Marketing oder inklusive Seeding, haben da die meisten Themen in Deutschland sind auch relativ klein, da hat man also dann oft nicht so tausende Likes und Shares und so weiter. Dementsprechend macht es halt häufig mehr Sinn, einfach auch wieder deine Keyword-Recherche zugrunde zu nehmen, deswegen war das der erste Tipp, weil das immer wieder sich wiederfindet eben in der SEO-Arbeit dann auch. Und da vielleicht einfach mal bei BuzzSumo oder Impactana deine Haupt-Keywords einzugeben und zu gucken, was da so bei rauskommt. Und wir haben das kürzlich gemacht für einen Koffershop. Das war ganz interessant, weil da kamen dann halt wirklich so Themen raus, auf die wären wir jetzt so im ersten Moment nicht gekommen. Ja, man würde jetzt denken, ja, vielleicht, was sind irgendwie die besten Koffer für, weiß ich nicht, Familien oder für den Kurzurlaub oder für den Businessreisenden oder sowas, also ziemlich dicht am Produkt dran. Aber wenn du dann halt mal diese Unternehmens- und Produktsicht verlässt, dann kommst du halt schnell dahin, wo die Nutzer sich halt wirklich für interessieren. Und im Thema Koffer steckt halt sehr, sehr viel Abwegiges auch. Also was die Leute alles vielleicht für illegale Sachen in ihren Koffern transportieren, von Drogen über Bomben hin zu Leichen bis zu irgendwelchen exotischen Tieren, ja.
muss man natürlich gucken, wie man das dann fürs Content-Marketing aufbereitet, aber Tiere und Sachen funktioniert auch immer gut. Also wenn man irgendwie guckt, was gibt es da vielleicht für Geschichten, die da im Verborgenen stecken. Wenn man sich das traut, kann man natürlich auch eben solche Sachen wie die ausgefallensten, was weiß ich, Schmuggelprodukte irgendwie suchen. Dann wird ja alles Mögliche geschmuggelt. Das ist sicherlich was, wofür sich die Leute interessieren. Generell steckt in dem Thema Koffer halt immer auch so ein bisschen so Mystery-Ding. Es gibt da ja so Auktionen, da gibt es ganze Sendungen im Fernsehen wo halt Leute auf diese Auktionen gehen und verlorene Koffer irgendwie ersteigern, dann in der Hoffnung, dass da irgendwas Tolles, Magisches, Wertvolles, Spannendes, Persönliches drinsteckt. Also ich glaube, da ranken sich viele Themen drum, die sehr, sehr spannend sind, aber die haben halt relativ wenig mit den eigentlichen Produkten zu tun. Und dann gibt es natürlich auch noch so diese Sammlerthemen, also Vintage-Koffer oder Koffer, die man vielleicht von irgendwelchen Stars in irgendwelchen alten Filmen gesehen hat oder sowas. Also da gibt es da eine ganze Menge an Themen, die einfach mal Inspiration bringen für vielleicht so ein bisschen eine andere Aufbereitung des Themas. Und wenn man sich da traut, halt mal zu sagen, hier die 25 witzigsten oder abwegigsten Dinge, die mit Koffern geschmuggelt wurden, oder ja, die 10 coolsten Vintage-Koffer, die irgendwie in irgendwelchen Filmen drin vorkamen, da kann man sicherlich einige Storys draus machen, wenn man da länger drüber nachdenkt und sich sozusagen da mal ein bisschen weiter reingräbt. Und man hat dann eben auch gleich vielleicht eine Liste an möglichen Multiplikatoren, die zu diesem Thema oder zu vergleichbaren Themen schon mal was geschrieben haben, schon mal was geteilt haben, und kann die eben dann in seinen Seeding-Prozess auch einfließen lassen. Okay, so viel zum Thema Seeding. Wenn ihr euch da zu den Tools, die dazu passen, zum Content-Marketing interessieren, dann geht doch mal auf digitaleffects.de/seo-tools. Dort findet ihr eine Liste von 231 SEO-Tools und auch eine große Kategorie zum Thema Content-Marketing. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr Podcast das gehört hast, dann bewerte mich auf iTunes oder kommentiere das Ganze, wo auch immer du es gesehen oder gehört hast. Ich freue mich auf die nächste Folge morgen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.